Mein Name ist Martin Ebner. Ich bin der Leiter der sogenannten Organisationseinheit Lehr- und Lehrtechnologien an der Technischen Universität Graz. Hallo, mein Name ist Simone Adams und ich leite den Fachbereich für Mediendidaktik am Zentrum für digitales Lernen und Lernen der Universität Graz. Mein Name ist Andreas Polin und ich bin vom Institut für Informatikdidaktik der Universität Klagenfurt. Hallo, grüß Gott, mein Name ist Herbert Gabriel. Ich bin Leiter des Instituts für Forschungsentwicklung und Multiprofessionalisierung an der Pädagogischen Hochschule Burgenland. Peter Harich von der Pädagogischen Hochschule Kärnten. Mein Name ist Michael Kopp, ich leite das Zentrum für digitales Lernen und Lernen an der Universität Graz. Mein Name ist Schwester Angela Maria Schlager, Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz. Mein Name ist Martin Teufel, ich leite das Institut für digitale Medienbildung an der BH Steiermark. Was mache ich hier im MOOC? Ich bin verantwortlich zu teilen für die Inhalte in diesem MOOC und ich freue mich auch, dass ich eine Präsenzgruppe an der Technischen Universität Graz dann durch diesen MOOC auch begleiten darf. In diesem MOOC bin ich zuständig für die Konzeption der Einheiten rund um mediendidaktische Grundlagen und didaktische Einsatzszenarien. Im Kurs bin ich für das Modul Computational Thinking, also informatisches Denken, verantwortlich. Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt seit vielen Jahren auf dem Lehren und Lernen mit digitalen Medien, im Konkreten auf der Entwicklung und Implementierung einer Lernplattform. Gemeinsam mit der Alpen-Adria-Universität organisieren wir die Umsetzung dieser Lehrveranstaltung am Standort in Klagenfurt. Im MOOC bin ich mitverantwortlich für die Gesamtkonzeption und ich leite auch ein Teilmodul zum Thema Kommunikationstheorie und Online-Lehre. Ich bin eingebunden in die Konzeption des MOOCs. Meine Zuständigkeit in diesem MOOC ist einerseits die Konzeption und andererseits unterrichte ich in dieser Lehrveranstaltung. Und der Abschlusssatz Lehren und Lernen mit digitalen Medien ist für mich didaktische Vielfalt. Wir haben heute Möglichkeiten, die wir vor 20, 30 Jahren nicht hatten und das bereichert eigentlich unsere Lehre. Lehren und Lernen mit digitalen Medien heißt für mich, dass ich mit Werkzeugen arbeiten kann, die mir das Unterrichten erleichtern und meinen Lernenden das Lernen. Lehren und Lernen mit digitalen Medien heißt für mich, auch bestmöglich auf die faszinierenden Herausforderungen des Lebens vorbereitet zu werden. Digital Lehren und Lernen bedeutet für mich die Entwicklung und die Implementierung und Integration von Unterrichtsszenarien, die mit digitalen Medien unterstützt und angereichert werden, dort einzusetzen, wo es sowohl für die Lehrenden als auch vor allem für die Studierenden und Schüler einen Mehrwert ergibt und Sinn macht. Lehren und Lernen mit digitalen Medien bedeutet für mich in erster Linie ein grundlegendes Verständnis, wie die digitale Welt funktioniert, damit wir auf der einen Seite ihre Vorteile nutzen und auf der anderen Seite auch die pädagogischen Herausforderungen meistern können. Digitales Lernen und Lernen bedeutet für mich eine tägliche berufliche Herausforderung, die ich aber sehr gerne annehme, weil es einfach unheimlich viel Spaß macht, innovative Settings für Online- und Blended Learning-Szenarios zu entwickeln. Lehren und Lernen mit digitalen Medien heißt für mich, Unterricht zeitgemäß zu gestalten und die vielfältigen Möglichkeiten dieser Medien für den Unterricht sinnvoll zu nutzen. Das heißt, über räumliche Grenzen hinweg zu kommunizieren, miteinander zu arbeiten, Lernorte zu wechseln und vieles mehr. Lehren und Lernen mit digitalen Medien bedeutet mich Spaß und Freude, aber andererseits auch große Herausforderungen. Und dabei geht es mir vor allem darum, digitale Medien in meinen Lehrveranstaltungen einzusetzen.